Liebe Frau Vogel, liebe Familie Vogel, liebe Angehörigen, ich begrüße Sie zur Trauerfeier für Ihren geliebten Ehemann, Vater, Großvater und Bruder Hans-Jochen Vogel. Sehr geehrte Gäste, erlauben Sie mir eingangs von den zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus Politik, aus Kirche und Gesellschaft einige wenige ganz besonders zu begrüßen. Eine besondere Ehre ist es mir, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büttenbender heute bei uns sind. In Vertretung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts begrüße ich den Präsidenten des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Professor Dr. Peter M. Huber. Des Weiteren freue ich mich über die Anwesenheit des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers Olaf Scholz und seiner Ministerkolleginnen und Kollegen Christine Lamprecht, Franziska Giffey und Hubertus Heil. Ich begrüße den Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Ich begrüße Herrn Staatsminister Herrmann in Vertretung des bayerischen Ministerpräsidenten sowie den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Stefan Weil. Weiter sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Bayerischen Landtag sowie dem Münchner Stadtrat und aus den Bezirksausschüssen gekommen, um heute Abschied zu nehmen. Stellvertretend für alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger begrüße ich namentlich die Präsidentin des Bayerischen Landtages Ilse Aigner und meine beiden Stellvertreterinnen, die Bürgermeisterinnen Katrin Habenschaden und Verena Dietl. Ebenso herzlich begrüße ich die weiteren Redner des heutigen Vormittags, den Bundesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Norbert Walter-Borjans, sowie die ehemalige Bürgermeisterin und Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt München, Gertrud Burkhardt. Schön, dass auch noch weitere Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger heute gekommen sind. Ich begrüße Altoberbürgermeister Christian Ude, Professor Bruno Reichert, Heinrich Traublinger und Herzog Franz von Bayern. Ich begrüße ganz herzlich alle Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften, namentlich und stellvertretend Kardinal Reinhard Marx. Abschließend gilt mein Gruß allen Vertreterinnen und Vertretern der Vereine, der Verbände, der Institutionen sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften und den Medien. Und natürlich begrüße ich Sie alle, die ich jetzt nicht namentlich einzeln genannt habe. Liebe Gäste, seit vergangenen Freitag, seit dem Gottesdienst und der Beerdigung von Hans-Jochen Vogel, habe ich oft an die letzten Begegnungen mit ihm gedacht, aber auch an die ersten Zusammentreffen mit ihm. Ich erinnere mich noch sehr gut an unser allererstes persönliches Gespräch. Es war im Jahr 2008. Meine Partei und meine Fraktion im Rathaus hatten vor, mich zum Referenten für Arbeit und Wirtschaft zu wählen. Alle waren einverstanden, aber richtig sicher konnte ich mir noch nicht sein. Denn es gab noch eine Hürde. Die persönliche Vorstellung beim guten Gewissen der SPD bei Hans-Jochen Vogel. Und so fuhr ich voller Respekt, man kann sagen fast demütig, ins Augustinum, wo mich Frau Vogel freundlich empfing und es gab Kekse. Hans-Jochen Vogel nahm sich viel Zeit. Er fragte mich, wie lang und warum ich in der SPD bin, was mir einer neuen Aufgabe wichtig wäre und stellte viele allgemeine politische Fragen. Um es kurz zu machen, ich habe bestanden. Diese Art der Begegnung hatte ich dann ein weiteres Mal im Jahr 2012, als erkennbar wurde, dass ich vielleicht für die SPD zum Oberbürgermeister kandidieren darf. Dieses Mal, wieder im Augustinum, wieder mit Keksen, war das Gespräch schon sehr viel vertrauter und sehr viel direkter. Hans-Jochen erzählte mir aus seiner Zeit als Münchner Oberbürgermeister von den damaligen Herausforderungen, die sich durchaus mit denen der aktuellen Zeit vergleichen ließen. Und er gab mir Tipps für einen etwaigen Wahlkampf. Und was mir besonders wichtig war, er versicherte mir, dass er mich unterstützen würde, was mich wirklich stolz machte. Dies waren die ersten längeren Gespräche, persönliche Gespräche zwischen uns. Seit meiner Wahl 2014
hatten wir regelmäßig Gelegenheit gefunden, miteinander zu sprechen. Und es war jedes Mal wieder beeindruckend für mich. Auch als amtierender Oberbürgermeister hatte ich bei jedem unserer Gespräche immer den Eindruck, von Hans-Jochen noch viel lernen zu können. Das letzte Mal habe ich ihn Ende November im Café Luitpold in der Briennerstraße getroffen, nicht weit vom Münchner Rathaus. Es war bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung. Trotz seiner damals schon angegriffenen Gesundheit war er dabei wie immer voller Leidenschaft und voller Überzeugungskraft. Es war eindrucksvoll, wie er sein, wie wir jetzt wissen, letztes Buch vorstellte. Mehr Gerechtigkeit heißt es, und das ist in jeder Hinsicht ein Vermächtnis. Zunächst bezieht sich der Titel natürlich auf das Thema des Buches, die Forderung nach einem sozialen Bodenrecht. Diesen Kampf hat er am Ende seines Lebens noch einmal mit bekannter Vehemenz aufgenommen. Und ich erinnere mich gut, wie er bei einem unserer Treffen mit renommierten Verfassungsrechtsexperten mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat. Vor Zorn, dass es bei diesem Thema nicht weiterging. Aber auch mit aller Kraft, weil ihm dieses Anliegen so fundamental wichtig war. Und ich schätze mich glücklich, dass ich dabei an seiner Seite stehen durfte als sein vierter Nachfolger im Amt des Münchner Oberbürgermeisters, das er selbst vor einem halben Jahrhundert auf so einzigartige Weise ausgefüllt hat. Für unsere neuerliche Initiative für ein soziales Bodenrecht, das wir vor 2 Jahren gestartet haben, war Hans-Jochen Vogel die zentrale Figur. Deshalb haben wir uns auch bei ihm im Augustinum mit Mitgliedern der Baulandkommission des Bundes getroffen und eifrig diskutiert. Und wie berechtigt unsere Forderungen sind, zeigt die Entwicklung der Baulandpreise in München nach wie vor auf. Sie sind seit 1950 um skandalöse 39.000% gestiegen. Hans-Jochen Vogel ist nicht müde geworden, das anzuprangern. Er selbst hat vor 50 Jahren als Oberbürgermeister einen großen Anlauf zur Behebung dieses Grundübels unternommen. 1972 forderte der Stadtrat auf seine Initiative hin eine Neuordnung des Bodenrechts. Anschließend konnte er diese Reform als Bundesbauminister sogar selbst betreiben. Doch es gelang der Opposition, den wesentlichen Bestandteil einer sogenannten Planungsgewinnabgabe über den Bundesrat zu kippen. Als Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters sehe ich gerade dieses Thema, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, als sein Vermächtnis an und seinen Auftrag an mich, weiter für dieses Thema zu kämpfen. Meine Damen und Herren, mehr Gerechtigkeit könnte aber auch über dem ganzen politischen Leben von Hans-Jochen Vogel stehen. Ob in München oder in Bonn, nie hat er vergessen, für die Menschen Politik zu machen, für die er sich einsetzen wollte, die kein großes Einkommen haben, keine große Lobby hinter sich haben. Und dafür steht natürlich exemplarisch auch das Thema Bodenrecht, das er von der Isar dann auch mit an den Rhein mitgenommen hat, mitgenommen in seine zweite, in seine bundespolitische Karriere. Denn er hat doppelt Geschichte geschrieben. Als Münchner Oberbürgermeister bis 1972 und dann in einem halben Dutzend wichtigster bundespolitischer Ämter. Für die Münchner Bevölkerung blieb er immer der verehrte Altoberbürgermeister, der die dynamisch wachsende Stadt so klug nach vorn gebracht hat, dass sie bis heute davon profitiert. Insgesamt 14 Jahre stand er in Diensten der bayerischen Landeshauptstadt, im Diensten, und das kann man bei ihm wirklich zutreffend sagen, im Diensten der Münchnerinnen und Münchner. Knapp 2 Jahre als Rechtsreferent und vom 1. Mai 1960 bis zum 30. Juni 1972 genau 4.444 Tage lang als Oberbürgermeister. Als er in dieses Amt gewählt wurde, war er mit 34 Jahren der jüngste Oberbürgermeister einer europäischen Millionenstadt. Nach dem legendären Thomas Wimmer, der einen bemerkenswerten Instinkt für das hatte, was München nach dem Krieg brauchte, stand die Entwicklung zur modernen Großstadt an. Durch Hans-Jochen Vogel, durch seine 12-jährige Arbeit als Münchner Oberbürgermeister ist unsere Stadt zu einer modernen Metropole und zu einer weltoffenen, zu einer internationalen und liebenswürdigen Stadt geworden, so wie wir sie bis heute noch kennen. Diese Modernisierung hängt maßgeblich damit zusammen, dass es ihm gelang, Olympia an die Isar zu holen. Die Olympischen Spiele 1972 werden immer mit dem Namen Hans-Jochen Vogel verbunden bleiben.
Die Olympiade nach München zu holen, war keine so leichte Entscheidung damals, nach den Spielen 1936 in Nazi-Deutschland. Diese Bilder hatten alle noch im Kopf. Er hat die Entscheidung als Oberbürgermeister getroffen, hat dafür geworben mit dem Motto der heiteren Spiele. Spiele, die dann leider alles andere als heiter waren, nach der Geiselnahme und Ermordung der israelitischen Athleten. Er war es auch, der die toten Sportler nach Israel begleitete. Das war ihm ein persönliches Anliegen. Die Olympischen Spiele, wie wir alle wissen, gingen dennoch weiter und wurden zu einem Ereignis, das der Münchner Stadtentwicklung bis heute eine enorme Schubkraft verliehen hat. Sie brachten der Stadt den Olympiapark als Naherholungsgebiet, die weltberühmte Zeltdachkonstruktion des Stadions und das Olympische Dorf als Beispiel modernen Städtebaus. Vor allem aber konnte dank der Olympischen Spiele ein umweltfreundliches und stadtverträgliches Nahverkehrssystem finanziert werden. Vogel verabschiedete sich von der Vorstellung einer autogerechten Stadt und schuf mit dem Altstadtring die Voraussetzungen für die Fußgängerzone in der Altstadt. Sie konnte dann Wirklichkeit werden, nachdem der öffentliche Nahverkehr mit U- und S-Bahn in den Untergrund verlegt worden war. Mit all dem legte Hans-Jochen Vogel den Grundstein für unsere heutige Lebensqualität. Vor 4 Jahren nannte er bei der Feier zu seinem 90. Geburtstag im Alten Rathaus die wichtigsten Meilensteine seiner Amtszeit. Es waren dies neben der Entscheidung des IOC für die Olympischen Spiele in München: erstens die Eröffnung der U-Bahn, zweitens die Eröffnung der S-Bahn, drittens die Einweihung der Fußgängerzone und viertens und noch am Anfang seiner Amtszeit als Voraussetzung aller dieser Errungenschaften die Verabschiedung des Stadtentwicklungsplans im Jahr 1963. Dieses planvolle Vorgehen war auch notwendig, denn München wuchs in seiner Amtszeit um sage und schreibe 300.000 Einwohner. In dieser Zeit sind 175.000 Wohnungen neu entstanden, davon 57.000 öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Es sind Schulen gebaut worden, Krankenhausbetten entstanden, Straßen und Erholungsflächen entstanden. Aber solche Zahlen, meine Damen und Herren, können diese Leistungen nur unvollständig widerspiegeln. Hans-Jochen Vogel selbst schrieb zum Abschied aus dem Amt: Lebensstandard lässt sich messen, Lebensqualität nicht. Und weiter: Bei aller Skepsis ist es doch wahr, dass Hunderttausende im Jahr 1972 besser leben als zu Beginn der 60er Jahre. Weil sie eine Wohnung bekommen haben beispielsweise, weil sie mit der U-Bahn oder S-Bahn rascher, angenehmer und sicherer zur Arbeit und abends wieder nach Hause fahren können, weil ihnen der Fußgängerbereich eine Ahnung von der Schönheit ihrer Stadt vermittelt oder weil vor ihrem Fenster ein neuer Baum gepflanzt worden ist. Sätze, die wir uns alle auch heute noch vor jeder politischen Entscheidung ins Gedächtnis rufen sollten. Hans-Jochen Vogel jedenfalls hatte sehr konkret die Interessen der Bevölkerung vor Augen. Er war ein visionärer und unglaublich tatkräftiger Anwalt der Bürgerinnen und Bürger, die ihn bei seiner Wiederwahl 1966 mit sagenhaften 78% im Amt bestätigten. Apropos Wiederwahl: Am Tag nach der OB-Stichwahl im März diesen Jahres rief mich Hans-Jochen Vogel an. Er gratulierte mir zu dem, wie er sagte, herausragenden Ergebnis. Als ich relativierend einwand, dass er doch 1966 ein noch besseres Ergebnis erzielt hatte, sagte er in seiner typischen Art: Na ja, mein Lieber, aber du hast mehr Stimmen erhalten als ich damals, weil München ja jetzt deutlich größer ist und mehr Menschen gewählt haben als damals. Das war typisch Hans-Jochen Vogel. Sein Ausscheiden als Oberbürgermeister im Jahr 1972 begründete er unter anderem auch damit, dass er seine Kräfte noch einmal an einer neuen Herausforderung erproben wollte. Eine bemerkenswerte Haltung für jemanden, der schon damals so außerordentlich vieles und Bedeutendes erreicht hatte. Aber sie kennzeichnet sein ganz und gar außergewöhnliches Format. Als einer der wenigen Ausnahmeerscheinungen nach dem Krieg hat er dann nicht nur eine, sondern alle Herausforderungen angenommen, die das politische Leben außerhalb des Münchner Rathauses bietet. Er war Bauminister unter Willy Brandt, Justizminister in der Regierung von Helmut Schmidt. Er war Kanzlerkandidat, führte in schwierigen Oppositionszeiten die SPD-Bundestagsfraktion und 4 Jahre lang als Parteivorsitzender in der Nachfolge von Willy Brandt die Sozialdemokratie.
Kurzzeitig stand er auch an der Spitze der heutigen Hauptstadt Berlin und ist damit der einzige deutsche Politiker, der Bürgermeister zweier deutscher Millionenstädte war. Nach seinen Bonner und Berliner Jahren kehrte er wieder in sein München zurück. Hier konnte er noch manches bewirken und auch viele schöne Ereignisse feiern. Wie zum Beispiel im Jahr 2010. Da war es genau ein halbes Jahrhundert her, dass er eines der schönsten Ämter seines Landes, das des Münchner Oberbürgermeisters, angetreten hatte. Wer, meine Damen und Herren, kann schon so ein großartiges Jubiläum feiern? Als Altoberbürgermeister und Münchner Ehrenbürger hat er sich intensiv für den Verein Gegen Vergessen, für Demokratie eingesetzt. Für die Synagoge und das jüdische Zentrum auf dem Jakobsplatz und für das NS-Dokumentationszentrum, in dessen Kuratorium er bis zuletzt im Vorsitz aktiv mitwirkte. Es lag ihm besonders am Herzen, dass deutsche Schuld nicht verdrängt und Opfer nicht vergessen werden. Auch die Idee, den Olympiapark zum Weltkulturerbe zu erheben, hat Hans-Jochen Vogel mit solcher Überzeugung unterstützt, dass er letztlich eine überwältigende Mehrheit für dieses Projekt begeistern konnte. Und er stand Jüngeren, wenn sie es wollten, immer mit seinem Rat und seiner Erfahrung zur Seite. Ich habe es erlebt, und nicht nur in der Bodenrechtsfrage, wie nahezu unerschöpflich sein Wissen und wie hilfreich seine Empfehlungen stets waren. Er konnte auf beeindruckende, kraftvolle, klare, präzise und überzeugende Art und Weise den Unterschied zwischen wichtig und unwichtig, zwischen richtig und falsch erklären. Zu richtig und falsch gehörte auch, dass er immer ein Vorbild an Korrektheit und Geradlinigkeit war. Auch politische Gegner erkannten an, dass er wie kaum ein anderer für Anstand und Glaubwürdigkeit in öffentlichen Ämtern stand. Dieses überragende Pflichtgefühl hat ihn bis zuletzt begleitet. Es ist seine einmalige Haltung als Mensch und als Politiker, die von ihm bleibt. Zusammen mit seinen einzigartigen Leistungen für seine Partei, für sein Land und für seine Stadt München, die er geprägt hat, wie kaum ein anderer. Deshalb werden wir auch weiterhin in München und darüber hinaus auf Schritt und Tritt seine Spuren finden und uns dabei dankbar an ihn als großen Münchner und als einen großen Menschen erinnern. Hans-Jochen, wir werden dich nie vergessen. Liebe Frau Vogel, liebe Familie Vogel, sehr geehrter Herr Bundespräsident, liebe Frau Büdenbender, sehr geehrte Damen und Herren Bundes- und Landesminister, Ministerpräsidenten, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Eminenz, liebe Freunde und Weggefährten von Hans-Jochen Vogel und verehrte Trauergemeinde. Wir sind heute zusammengekommen, um an Hans-Jochen Vogel zu erinnern und zu denken, um ihn zu ehren und um uns von ihm zu verabschieden. Wir trauern um ihn und um den Verlust eines ganz Großen der Sozialdemokratie. Wir sind dankbar für sein Lebenswerk. Sein Vorbild ist uns Verpflichtung und wird uns Verpflichtung bleiben.
Sein Leben stand ganz im Dienst der Menschen. Für sie hat er gekämpft, gestritten, gearbeitet. Als jüngster Oberbürgermeister seiner Zeit einer deutschen Millionenstadt, als Bundesminister, als Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag und als Abgeordneter und eben auch wiedergewählt als erster Bürgermeister bzw. regierender Bürgermeister von Berlin. Und ich glaube, wer das sieht, was er an Funktionen in seinem Leben hat und sich dann vergegenwärtigt, dass er mit 34 der jüngste Oberbürgermeister wurde, dass er mit großer Mehrheit gewählt wurde und dass er 6 Jahre später mit noch größerer Mehrheit bestätigt wurde, dann weiß man, dass er noch etwas anderes gewonnen hatte, nämlich das Vertrauen der Menschen. Über seinen Lebensweg könnten vor allen Dingen hier auch aus diesem Kreis viele vieles, viel mehr vielleicht auch als ich, berichten, nicht nur über große Erfolge, sondern auch über bittere Niederlagen und über einen aufopfernden Einsatz für diese Demokratie, wie zum Beispiel die Zeit als Kanzlerkandidat im Jahr 1983 in einer aussichtslosen Situation, aber getragen von Disziplin, von Zielsetzung und von Überzeugung. Es gab eine lange Zeit der Opposition, in der er die Bundestagsfraktion führte. Und es gab, ob Gerücht oder nicht, es gab immer die Rede von diesem berühmten Merkzettel, den Herbert Wehner ihm gegeben haben soll, auf dem eines stand: weiterarbeiten und nicht verzweifeln. Ob es diesen Zettel wirklich gegeben hat oder nicht, wissen andere besser. Eines ist aber sicher: diese Worte waren sein Leitsatz. Hans-Jochen Vogel war ein großer sozialer Demokrat. Die Prinzipientreue hat er als Wert rehabilitiert. Er hat vorgelebt, was es wert ist, eine Haltung zu haben, ihn aber auf Ordnung, Disziplin, Effizienz zu reduzieren, das griffe freilich viel zu kurz. Das würde ausblenden, was er mit seiner Akribie erreichen wollte und was er erreicht hat. Und das war viel. Wir haben schon von Dieter Reiter, von einem Oberbürgermeister gehört. Er ist der Vater der Münchner S- und U-Bahn. Er ist der Vater der Olympischen Spiele 1972 in München. Aber er ist auch der Vater der Reform des Eherechts. Er ist der Vater der Reform des Paragraphen 218. Und als Parteivorsitzender hat er 1988 ein neues Parteiprogramm vorangetrieben. Und in diesem Parteiprogramm waren zum ersten Mal ganz deutlich, war die Verknüpfung der Werte, Sicherung unserer Lebensgrundlagen, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit ein wichtiger Gegenstand, eine zentrale Botschaft. Und er war es, der schon 1988 die Quotierung in der SPD durchgesetzt hat. Sein Verständnis von politischer Verantwortung, gespeist aus sozialdemokratischen Grundüberzeugungen und katholischer Soziallehre, war modern und wegweisend zugleich. Ich würde heute noch gerne etwas hinzufügen, was mich persönlich mit ihm verbunden hat und was ich mit ihm verbinde. Natürlich kannte ich ihn viel besser über viele Jahre lang als er mich. Natürlich einmal deshalb, weil er eine öffentliche Person war, weil man viel über ihn erfuhr. Aber ich kannte ihn auch aus seinen Begegnungen mit Johannes Rau, dessen Regierungssprecher in Nordrhein-Westfalen ich lange Jahre war und den ich begleitet habe. Und ich kannte ihn aus Berichten guter Freundinnen und Freunde, persönlicher Freundinnen und Freunde, die auch seine Freundinnen und Freunde waren oder lange Jahre Mitarbeiter, enge Mitarbeiter und mit ihm zusammengearbeitet haben. Deshalb war mein Bild geprägt von Erzählungen über die sagenhafte Gewissenhaftigkeit, über den hohen Anspruch an seine Umgebung, selbstverständlich auch über die legendären Klarsichthüllen, aber auch über seine Bereitschaft und seine Fähigkeit,
konzentriert zuzuhören. Der unmittelbare persönliche Zugang zu ihm, der kam erst mit der Übernahme des Vorsitzes der SPD im vergangenen Jahr, also spät. Und es war trotzdem für mich und es war für Saskia Esken, die heute auch mit dabei ist, ein großer Gewinn. Hans Jochen beeindruckte uns beide zutiefst als Ideengeber, als Beurteiler und als Mahner. Unsere Reden auf dem Parteitag im vergangenen Dezember, die hätten ihm gut gefallen, ließ er uns beide in unserem ersten gemeinsamen Telefonat wissen. Und dann folgte sogleich der Hinweis auf das, was Dieter Reiter schon angesprochen hat, sein Büchlein, wie er das nannte. Mehr Gerechtigkeit. Und in dem hat er fundierte Vorschläge zu einer weiteren Reform der Bodenpolitik gemacht. Vorschläge, die die Bezeichnung progressiv mehr als verdient haben, auf jahrzehntelange Erfahrungen gestützt und immer mit Zahlen und Fakten akribisch unterlegt. Aber Hans-Jochen hat sich nicht nur mit grundsätzlichen Überlegungen und Forderungen begnügt. Er wollte Wirklichkeit gestalten, er wollte das Bessere zum Besseren verändern. Deshalb hat er Dinge genau durchdacht, er hat Statistiken durchforstet, er hat Folgen veranschlagt und Nebenwirkungen abgeschätzt. Einige Passagen in diesem kleinen Buch, die sind so konkret und die sind so praktisch, dass sie gut und gern ein Teil einer Kabinettvorlage der Bundesregierung sein könnten zur Bodenrechtsreform. Und ich sage hier an dieser Stelle dazu, auch werden müssen. Sein erstes Nachhaken nach diesem Telefonat, das hat nicht lange auf sich warten lassen. Und ich kann dazu sagen, das zweite und das dritte auch nicht. Das war Hans Jochen, entweder per Brief oder mit dem Griff zum Telefon. Und am 3. Februar konnte ich ihn im Augustinum besuchen, hier in München, und zu seinem 94. Geburtstag gratulieren. Und ich war tief beeindruckt, wie dieser an Jahren alte Mann allen körperlichen Malaisen zum Trotz hellwach, konzentriert und bestens informiert war. Und auch da haben wir lange über seine Vorschläge gesprochen, wie das Bodenrecht geändert und die Sozialbindung des Eigentums durchgesetzt werden müsse. Grund und Boden, das hat er immer wiederholt, die sind unverzichtbar und sie sind unvermehrbar. Und deshalb gehöre das Eigentum an Wohnungsgrundstücken und der Wertzuwachs durch die Baulanderschließung zum größtmöglichen Teil in die öffentliche Hand. Das war sein Credo und das ist auch unseres. Hans Jochen war seiner Zeit auch in anderen Fragen deutlich voraus. Dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unser Land und nicht nur für unser Land ist, das hat er früher erkannt als andere. Und er hat es auch früher thematisiert. Im Literaturhaus hier in München hat er 2013 gesagt, ich zitiere, der Staat muss gerade nach der NSU-Mordserie den Rechtsterrorismus endlich ernst nehmen und nachdrücklich bekämpfen. Schon 1993, auch das hat Dieter Reiter gesagt, hat er gemeinsam mit Frauen und Männern aus allen Teilen Deutschlands den Verein gegen Vergessen für Demokratie gegründet und er war lange Jahre der Vorsitzende dieses Vereins. Menschenfeindlichkeit darf in unserem Land nie wieder einen Platz haben. Unter welchem Namen oder Deckmantel auch immer. Das war sein Credo und das ist zugleich und das muss zugleich ein Auftrag für uns sein. Für alle Demokraten. Für ihn gehörten Rechtsstaat, Sozialstaat und freiheitliche Demokratie zusammen. Sie zu verteidigen war sein Anliegen, immer, auch in bitteren Zeiten, wie etwa im Herbst 1977. Als manch einer ins Grübeln kam darüber, wie weit unser Grundgesetz es erlaubt, dem Terror wirklich die Stirn zu bieten, da gab es für ihn kein Wackeln. Das bleibt sein Vermächtnis für uns und für alle, die nach ihm kommen. Und das gilt auch für Saskia Esken, es gilt für Rolf Mützenich, seinen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, der auch heute hier dabei ist. Es gilt für mich
Es gilt für alle Sozialdemokraten, für alle Demokraten. Hans-Jochen Vogel war ein Mann mit höchsten Ansprüchen an sich und an andere, mit festen Überzeugungen und mit einem inneren Kompass. Gerade deshalb war er auch offen dafür, seine Auffassungen zu korrigieren. Und das galt erst recht im Verhältnis zur jungen Generation. Dieser Mann, an Jahren alt, war im Kopf, war im Herzen immer jung und offen für alle Generationen. Und Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat er viel gegeben. Und ich kann sagen, wir sind stolz auf ihn. Er hat seine Partei nie für unfehlbar gehalten. Aber er hat auch nie versucht, sich gegen seine Partei zu profilieren. Und er hat sich nie davor gedrückt, Aufgaben in einer Zeit zu übernehmen, in der man nicht annehmen durfte, dass man dann mit Anerkennung überschüttet würde. Auch das gehörte zu seinem Vermächtnis von politischer Verantwortung. Ich werde nie vergessen, dass sich Hans-Jochen geradezu geehrt fühlte, als ich im Januar anrief und ihn fragte, ob ich nach München kommen könne, um ihm zum 94. Geburtstag zu gratulieren. Da ging es ihm schon nicht gut und er musste das unter einen gewissen Vorbehalt stellen. Aber er hat alles dafür getan, dass unser Treffen zustande kam, weil er sich gefreut hat auf den Besuch seines gegenwärtigen Parteivorsitzenden. Heute, verehrte Trauergemeinde, es ist für mich eine große Ehre, hier über ihn und zu Ihnen zu sprechen. Hans-Jochen selbst, der hätte wohl energisch auf dem Hinweis bestanden, wie viel seine Frau Liselotte zu seinem Leben beigetragen hat. Ohne ihren klugen, ohne ihren energischen und warmherzigen Rat wäre sein Lebenswerk nicht zu denken. Liebe Frau Vogel, dafür danke ich, dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Verehrte Trauergemeinde, gibt es etwas Schöneres, als über jemanden, der von uns gegangen ist, sagen zu können: Du hinterlässt uns nicht nur gute Erinnerungen, du hinterlässt uns einen Aufgabenzettel, der aktueller nicht sein kann. Und wir können dir sagen, das ist ein Vermächtnis für uns, das für uns gilt und dem wir uns stellen. Auch wenn uns dein mahnendes Nachhaken in Zukunft fehlen wird. Danke, Hans-Jochen. Liebe Frau Vogel, sehr geehrte Familie Vogel, hochverehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Festversammlung. Heute Morgen baten mich Frau Vogel und Herr Schaaf, die Rede für den Gesprächskreis Hans-Jochen Vogel zu übernehmen. Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen, obwohl ich dem Gesprächskreis noch nicht lange angehört. Aber ich bin stolz. Er hat mich, Hans-Jochen Vogel, auch persönlich näher gebracht, nachdem ich ihn als Münchner Kindl seit meiner Kindheit und Jugend als Vorbild sah.
Dieser Gesprächskreis wurde vor mehr als 3 Jahrzehnten gegründet und Hans-Jochen Vogel versammelte um sich zunächst mal nur Männer, Männer aus Politik, aus Kultur, aus Wissenschaft, um mit ihnen über Gott und die Welt zu diskutieren. Man traf sich mehrmals im Jahr pünktlich, wie es sich bei einem Treffen mit Hans-Jochen Vogel gehörte, und verbrachte viele Stunden im intensiven Gespräch. Die Themen gab meistens Hans-Jochen Vogel vor. Aktuelle Themen, aber keine tagespolitischen, sondern Themen, die weit über den Augenblick hinausreichten. Jeder Einzelne und später auch jede Einzelne wurde nach seiner Meinung befragt. Und Hans-Jochen Vogel hinterfragte jede dieser Äußerungen kritisch. Er trug dazu bei, dass man die Themen selbst genauer nachverfolgte, die Auswirkungen jeder Entscheidung intensiv bedachte. Hans-Jochen Vogel war dabei immer nicht nur auf die Aktualität ausgerichtet, sondern auf die Zukunft. So hat zum Beispiel Herr Professor Scharf berichtet, dass als vor mehreren Jahrzehnten einmal ein Vertreter der Bundesregierung sich intensiv für das transatlantische Bündnis aussprach, begrüßte Hans-Jochen Vogel dies zwar, aber er wies darauf hin, es könne gefährlich werden, sich darauf zu verlassen. Höchst aktuell. Und schon von Anfang an gehörte diesem Gesprächskreis ein angesehener Sinologe an. Hans-Jochen Vogel war interessiert an China, an Asien allgemein, an Afrika, schon damals sich bewusst über die Bedeutung dieser Kontinent für die Zukunft. Geprägt war sein Denken, wie schon erwähnt wurde, von der sozialen Verantwortung. Er wollte keine Gesellschaft, in der Menschen ausgegrenzt werden, und ich habe ihn bisweilen zornig erlebt, wenn er über das Auseinanderdriften von Arm und Reich, über diese zunehmende Kluft in unserer Gesellschaft sprach und immer wieder fragte, wie kam es dazu, aber auch, was können, was müssen wir alle dazu tun, um dies zu verhindern, beziehungsweise, heute muss man fast sagen, abzuschwächen. Und so ist es auch verständlich, dass sein letztes Buch dem Thema der Gerechtigkeit gewidmet war, dem Bodenrecht, über das hier schon gesprochen wurde. Und ich denke, dieses Buch, wir sollten es nicht einfach in den Bücherschrank legen, sondern es als unsere Aufgabe hier begreifen, als seinen Wunsch, einen seiner letzten Wünsche an die Gesellschaft, das Thema intensiv weiter zu verfolgen und nicht hier das Wohnen, das Recht auf Wohnen der Spekulation zu überlassen. Leider war es uns nicht mehr möglich, über Corona mit ihm zu reden. Es gab keine
Ausflugsmöglichkeit mehr im Augustinum. Ich habe mir jetzt überlegt, hätte Hans-Jochen vielleicht gehofft, dass die Menschen ja, vernünftiger, durchaus ein Begriff, der gut zu ihm passt, vernünftiger werden in Zukunft, weniger aggressiv, weniger unsozial. Ich weiß es nicht, oder hätte er seine Zweifel gehabt. Sein Grunddenken war wohl seine Verantwortung vor Gott. Und so hat er auch seinen Kampf gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus mitbegründet. Und auch hier stellte er sich immer wieder die Frage, wie konnte es passieren, dass jetzt Antisemitismus, Rassismus wieder so stark werden? Er hat nicht gesagt, was haben die anderen, was hat die Politik versäumt, sondern Hans-Jochen in seiner Art fragt, was haben wir versäumt, dass dies passieren konnte? Jeder und jede für sich. Seine Verantwortung vor Gott und den Menschen hat es ihn oft auch relativ schwer gemacht. Er trug durchaus an Entscheidungen, die er einst zu fällen hatte. Die Münchner Olympischen Spiele, die Entführung von Schleyer. Immer wieder kam er auf dieses Thema zurück, denn es belastete ihn. Hätte man anders entscheiden können, was wäre geworden, wenn? Er konnte diese Frage nicht lösen. Und wenn wir über Gott und die Welt sprachen, war es unvermeidlich, dass wir auch auf die Kirche kamen. Hans-Jochen Vogel suchte seinen Halt im Glauben, im christlichen Glauben, voll überzeugt als Christ. Seine Kirche machte es ihm damals nicht immer leicht. Ich weiß von seinen Bemühungen um die Ökumene. Ich weiß auch, wie er als Jurist immer wieder, ja, das, was für einen Juristen wichtig ist, das Recht, das Kirchenrecht in die Hand nahm und sagte, da steht aber. Und da stand manches drin, was ihn belasten konnte. Und auch ein Abt, Odilo, der typisch bayerische Abt, der Benediktiner, war in diesem Kreis. Und der sagte einmal, man möge dies doch nicht so ernst nehmen, was im Kirchenrecht steht. Sagt er einmal, meint ihr, der Herrgott richtet sie nach dem Kirchenrecht? Nun, für Hans-Jochen Vogel war aber die Antwort, ja, dann, wenn das so ist, dann muss es aber in der Schrift auch geändert werden, der Paragraph. Und nicht einfach zu sagen, so genau ist es nicht zu nehmen. Hans-Jochen Vogel nahm die Dinge exakt und sagte, man kann nicht drüber weggehen, man muss sie ordentlich ändern, wenn sie nicht mehr so gerechtfertigt sind. Nun, man könnte sagen, Hans-Jochen Vogel in diesem Gesprächskreis, er war etwas, was Herr Schaaf festgelegt hat, ein Mentor, ein Nestor, schreibt er, wie Homer ihn beschreibt, ein Mann von langer Erfahrung und tiefer Einsicht, Besonnenheit, Redlichkeit und zunehmender Weisheit des Alters, der uns klug, wohlmeinenden, aus dem Griechischen übersetzt, Rat gab. Klug, wohlmeinenden Rat. Ich denke, dieser Rat in der Erinnerung ist nicht nur Rat für uns, bei allem, was er gesagt, was er getan hat. Er muss für uns alle Mahnung sein.
In diesem Sinne werden wir seiner gedenken. Danke Ihnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Honoratioren sind vom Bürgermeister schon begrüßt worden. Dazu bin ich auch nicht befugt. Sehr freue ich mich aber, dass Frank-Walter Steinmeier uns die Ehre gibt, zu dieser Trauerfeier zu kommen. Im Namen der Familie möchte ich Ihnen allen sehr danken. Wir sind durch Ihre Anwesenheit, durch Ihre Worte, durch viele Zeichen und Gästen der Teilnahme tief berührt. Als mein Mann erfuhr, dass seine Leiden nicht heilbar und seine Tage gezählt seien, hat er mit großer Anstrengung seinem Sohn eine Erklärung diktiert, mit dem Auftrag, an wen sie geschickt werden sollte. Hans-Jochen Vogel wäre nicht er selber gewesen, hätte er ohne geordneten Abschied diese Welt verlassen. Deshalb meine ich, dass es in seinem Sinn ist, diese Trauerfeier mit seinen eigenen Worten zu beenden. Erklärung. Zu meinem Bedauern bin ich gezwungen, meiner Partei und der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass mir die Entwicklung meiner gesundheitlichen Verhältnisse die Fortsetzung meiner politischen Arbeiten nicht mehr erlaubt. Ich lege deshalb alle meine politischen Ehrenämter nieder und beende ebenso meine allgemeinen politischen Tätigkeiten. Maßgebend waren mir als Vorbilder Willy Brandt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner und Waldemar von Knöringen. Mögen Sie in der Erinnerung der deutschen Sozialdemokratie und der deutschen Öffentlichkeit bleiben. Ich bin ein Staatsbürger, der über 60 Jahre seines Lebens in öffentlicher Verpflichtung stand, die er in der Bayerischen Staatskanzlei mit der Mitwirkung an der Bereinigung des bayerischen Rechts begann und 1991 mit der für die Demokratie maßgebenden Rolle als Vorsitzender der Oppositionsfraktion endete. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland bleibt, wofür wir gekämpft haben. München am 20. Juli 2010. Hans-Jochen Vogel.